Fertig, los! Komm, 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 komm! Alter, ich bin so durch. Ein Doppelrennwochenende steht vor der Tür. Ich weiß nicht, ob ich überhaupt schon mal so ein Doppelrennwochenende hatte, bin auf jeden Fall sehr gespannt. Zwei Amateurrennen, an denen ich einfach so aus Trainingszwecken quasi teilnehme. Das Ganze ist Teil der Tour de Allgäu. Gestern war schon Bergzeitfahren, da habe ich nicht dran teilgenommen und dann eben heute Etappe 2, wenn man so will, morgen Etappe 3, jeweils 120 Kilometer. Heute glaube ich 12 Runden auf einem Kurs, den ich auch schon kenne. Da hat letztes Jahr die Paracycling Bayerische Meisterschaft stattgefunden, da sind wir allerdings nur 4 Runden gefahren. Heute eben 12 Runden, morgen dann 13 Runden, also schon echt deutlich längere Rennen, als ich so aus dem Paracycling kenne. Aber ich freue mich extrem und ja, bin mal gespannt, wie gut ich da so mithalten kann. Die Aussicht kann man sich beim Warmfahren auf jeden Fall mal gönnen. Die Freude am schönen Ausblick ist mir dann allerdings relativ schnell vergangen. Wir sind zusammen mit den KT-Teams und den Elite-Amateuren gestartet. Also echt ein richtig großes Feld mit deutlich über 100 Startern, was ich so ja definitiv nicht gewöhnt bin. Ja, und die haben das Rennen besonders am entscheidenden Anstieg gegen Ende des Rundkurses richtig schnell gemacht. Dadurch ist das Feld dann immer stärker auseinandergeflogen und ich habe mich nach 4-5 Runden auch in einer Verfolgergruppe wiedergefunden. Gut, Jakob, weiter kämpfen, komm! Ja, beweg dich mal ein bisschen. Alter, ich bin so durch. Aber ich bin durchgefahren, hätte ich nicht gedacht. So nach 4-5 Runden oder so, spätestens Anschluss zum Hauptfeld verloren, aber dann eine ganz coole Gruppe gefunden, wo wir uns dann gut abgewechselt haben und dann einfach die restlichen Runden noch bis zum Schluss gelitten. Immer ein bisschen Brasilien. Immerhin ein bisschen Brasilia-Feeling zur Erholung. Nachdem die beiden Rennen ziemlich dicht beieinander liegen, übernachten wir hier unten auch. Das ist unser Apartment hier, so ein Selbst-Check-In-Hotel, tatsächlich ziemlich gut, mega modern und alles echt sauber. Genau, also hier pennen wir dann, hier schon festlich gedeckt und jetzt gibt es dann hier gleich Portion Linsennudeln, Wasser kocht langsam, Rad ist auch für morgen wieder hergerichtet, also kann nichts schief gehen, sogar Panorama-Aussicht. Ja, richtig schön hier. Asphaltbau. Guten Morgen. Tag 2 des Rennwochenendes. Ich ziehe mir gerade mein erstes Frühstück rein.
Start in Burm ist um 13 Uhr. Das heißt, ich werde dann auch so um 10, 10.30 Uhr nochmal eine kleine Portion Haferflocken mit einer Banane essen. Genau. Was die Rennen angeht, habe ich gestern ein bisschen Quatsch erzählt. Gestern waren es nämlich 13 Runden und heute sind es 15 Runden. Die 120 Kilometer, das hat allerdings gestimmt. Ja, ich bin mal gespannt, wie es heute so läuft. Gestern bin ich dann das Rennen durchgefahren, wo ich mir tatsächlich im Vorfeld auch nicht so ganz sicher war, ob ich da nicht doch überrundet werde, was auch bei vielen passiert ist, beziehungsweise viele DNFs eben. Aber ja, ich habe mich dann da irgendwie durchgequält. Die letzten drei Runden dann auch schon echt gut mit Krämpfen zu tun gehabt. Deswegen, ja, mal sehen, was die Beine hergeben. Aber ich bin gespannt und ja, in bester Begleitung. Muss man ja mal sagen, da Rennfahren ist das eine, da hat man dann wenigstens ja, Action und was zu tun. Aber wenn man da als Begleitung neben der Strecke steht und vielleicht alle paar Runden mal noch eine Flasche reinhält, ja, das ist ja schon ziemlich langweilig, deswegen bin ich da auch sehr dankbar, dass Nora mich begleitet. Genau, die ist jetzt gerade noch eine Runde laufen gegangen. Freue mich auf jeden Fall, Wetter ist wieder tipptopp und genau, wird bestimmt nochmal ein sehr cooles Rennen. Die Ausgangssituation in Burgen bei Etappe 3, also meinem zweiten Renntag, war fast die gleiche. Grandiose Aussicht beim Warm-up, echt großes Feld. Ein Rundkurs mit einem entscheidenden Berg, allerdings kam eine Komponente noch deutlich stärker dazu, nämlich der Wind. Und dadurch war es in der Abfahrt mit Rückenwind und dann später Seitenwind auch richtig anstrengend. Das in Kombination mit meinen angeschlagenen Beinen hat dann dazu geführt, dass ich sehr schnell diesmal in einer kleinen Verfolgergruppe gelandet bin, was nicht heißt, dass es dadurch entspannter war, gerade am Anfang. Habe ich dann da trotzdem noch ganz schön gekämpft, wobei man dann schon gemerkt hat, dass auch in der Verfolgergruppe die Kraft so ein bisschen raus war. Es ging dann auch so ein bisschen hin und her. Mal ist einer aus der Verfolgergruppe noch hinten rausgeflogen. Mal sind wir auf einen aufgefahren, der quasi vorne dann aus dem Feld rausgeflogen ist und nach hinten durchgereicht wurde. Zwischenzeitlich war ich dann mal kurz alleine unterwegs und so kam dann irgendwann das Feld von hinten wieder angerollt. Das heißt, im Gegensatz zum Rennen am Samstag bin ich nicht ohne Rundenverlust davongekommen, aber immerhin zu Ende gefahren. Und wenn ich mir sonst so die gefahrenen Zeiten und ganzen DNFs anschaue, war ich wohl nicht der Einzige, der in den beiden Rennen da an seine Grenzen gekommen ist. Wetter war top, Begleitung war top, Organisation der Rennen war top. Im Ganzen also einfach ein Hammerwochenende und sicherlich richtig gutes Training und eine Top-Vorbereitung für mein erstes richtiges Paracycling-Straßenrennen am kommenden Samstag. In diesem Sinne, schöne Woche, gib Gas und Pushing Paracycling!